Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Ein Zuschauer hat mich gefragt, hey, was ist der Unterschied zwischen einem Defi und einem Schrittmacher? Ich habe damals den Unterschied auch nicht gewusst zu Beginn meiner Ausbildung, sondern erst als ich den Einsatz auf der Kardiologie hatte und mal einen Arzt gefragt habe, wurde mir klar, ah, okay, da liegt der Unterschied. Und damit du niemanden fragen musst, beziehungsweise ihr, erkläre ich das in diesem Video. Viel Spaß dabei. Beide Geräte, also Defi und Schrittmacher, können entweder implantiert werden oder von außen an den Patienten angewendet werden. Ich werde jetzt hier nicht weiter auf die Technik eingehen, weil ich denke, dass du als Fragensteller noch nicht so viel Fachwissen hast und ich werde das ganz einfach halten. Ein Schrittmacher ist ein Gerät, das durch elektrische Impulse einen Herzschlag auslösen kann. Es kann dann zum Beispiel eine Herzfrequenz von 60 Schlägen die Minute bei einem Patienten halten. Das Gerät wird dann dementsprechend auf diese Frequenz eingestellt und wird 60 elektrische Impulse ins Herz abgeben und diese lösen dann einen Herzschlag aus. Also wird ein Schrittmacher verwendet bei Patienten mit zu niedrigen Herzfrequenzen, zum Beispiel 30, dann implantiert man einen Schrittmacher und hebt die Herzfrequenz damit an. Man kann einen Schrittmacher aber auch teilweise dazu einsetzen, wenn ein Patient eine zu schnelle Herzfrequenz hat oder einen sehr unregelmäßigen Herzrhythmus. Der Schrittmacher ist dann quasi der Chef in unserer Reizleitung und nicht mehr der Sinusknoten oder irgendein anderes Erregungszentrum. Diese abnormalen Rhythmen werden dann Bradykardien genannt, Arrhythmien, AV-Blocks und auch noch anders. Herzschrittmacher können also die Symptome eines zu langsamen Herzschlags lindern bzw. gar nicht auftauchen lassen, wie zum Beispiel Erschöpfung oder Ohnmachtsanfälle. Herzschrittmacher können also ein mehr normales Leben für den Träger ermöglichen. Ein ICD ist ein implantierbarer Defibrillator, also ein implantierbares Gerät, was meistens über den linken Brustmuskel eingepflanzt wird. Dieser Defibrillator erkennt selbstständig lebensgefährliche Rhythmen des Herzens, wie zum Beispiel ein Kammerflimmern oder ein Kammerflattern und auch einen viel zu schnellen Herzschlag, eine Tachykardie. Das Gerät gibt dann einen Stromschlag direkt am Herzen ab, damit dieser lebensgefährliche Rhythmus wieder zurückgesetzt werden kann. Die Stromstärke eines implantierbaren Defis ist natürlich nicht so hoch wie die eines normalen Defis, den du von Station vielleicht kennst. Wir schocken ja dann in der Regel mit 200 Joule und bei Bedarf auch mit mehr Strom. Am Herzen selbst liegen ja die Kabel vom Defi und deswegen brauchen wir dort nur eine Stromstärke von ungefähr 40 Joule. Nochmal, der Defi erkennt also eine lebensgefährliche Herzrhythmusstörung und kann diese mit einem oder mehreren Schocks behandeln und so dem Patienten direkt das Leben retten. Also der Hauptunterschied zwischen einem Defi und einem Schrittmacher ist folgender. Der Defi gibt einen einzelnen oder mehrere Stromschläge ab, um einen lebensgefährlichen Herzrhythmus zu behandeln. Der Schrittmacher gibt in regelmäßigen Abständen einen kleinen Stromimpuls ab, um einen regelmäßigen Herzrhythmus zu erhalten. Nochmal, Defis werden bei lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen angewendet, wie zum Beispiel Kammerflimmern oder Kammerflattern, und Schrittmacher werden angewendet bei zu langsamen Herzrhythmen. Die heutigen Geräte können beides. Sie sind Defi und Schrittmacher in einem. Und einige Geräte können Rhythmusstörungen auch aufzeichnen, weil die nicht zwingend behandlungsbedürftig gewesen sind. Weil eine Rhythmusstörung bei dem Patienten tritt ja nicht immer ganz genau dann auf, wenn er gerade beim Kardiologen sitzt und eine EKG geschrieben bekommt. Und diese aufgezeichneten Rhythmusstörungen in den implantierbaren Gerät kann der Arzt dann über die Haut, da wird so ein Sensor draufgelegt und der liest dann quasi dieses Gerät aus und auf einem Computer kann der Arzt dann gucken, okay, welche Rhythmusstörungen sind wann aufgetreten und kann dann die Therapie bzw. die Diagnose daran anpassen. Die Zukunft dieser Geräte ist vielversprechend. Aktuell ist es so, dass die Batterien dieser Geräte natürlich nicht für den Rest des Lebens dieses Patienten halten. Die müssen in der Regel, je nach Gebrauch, zwischen 10 und 15 Jahren ausgetauscht werden. Und meines Wissens nach gibt es auch noch keine Geräte, die über die Haut aufladbar sind. Was ich gelesen habe in einigen Berichten,
ist, dass man jetzt sehr abgefahrene Sachen machen möchte, um die implantierten Geräte aufladen zu können. Und zwar zum Beispiel Fotozellen auch unter der Haut des Patienten. Die können dann wie Solarzellen quasi, also ich glaube, das sind auch Solarzellen, keine Fotozellen, das Sonnenlicht auffangen, auch durch die Haut durch und laden darüber den Defi. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich ziemlich abgefahren finde. Und zwar will man kleinste Turbinen in Blutgefäße einbringen und durch den Blutfluss wird diese Turbine angetrieben, erzeugt Strom und darüber soll der Defi-Schrittmacher oder beides in einem geladen werden. Wenn ihr dazu mehr wisst, dann freue ich mich über eure Kommentare. Mich würde auch interessieren, welche Erfahrungen habt ihr mit Defis und Schrittmacher gemacht? Habt ihr auch schon mal erlebt, dass Defis falsch ausgelöst haben? Das ist dann immer furchtbar für den Patienten. Er kriegt einen Stromschlag, zuckt einmal zusammen und dabei war gar nichts, habe ich auch schon mal erlebt. Mich würde interessieren, wie sind eure Erfahrungen, wie behandelt ihr Patienten mit Schrittmachern und Defis? Gibt es da besondere Regeln bei euch in Krankenhäusern? Schreibt mir das in die Kommentare, ich lerne gerne dazu. Ansonsten schreibt mir auch, was ich besser machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Darüber freue ich mich natürlich. Ansonsten würde ich sagen, macht euch einen ruhigen Dienst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.